Hallöchen, hier ist wieder euer Talk und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wie dir auffällt, machen wir uns heute ran an ein Weihnachtshäuschen. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, trotz alledem sitze ich schon für so ein kleines Projekt schon mal dran und habe schon ein Häuschen dafür erbaut und dachte mir, hey, warum sollte ich es nur für mich jetzt geheim halten? Ich möchte gerne dazu ein Tutorial machen. Dir fällt bestimmt auf, ich verwende heute ein anderes Texturpaket, da musst du mal gucken, wie du das Ganze dir gerne bauen möchtest, also vom Material her und alles. Außerdem kann man das ganze Häuschen einrichten, ich selber bin auch schon fleißig dabei, aber wie es innen drin aussieht, das muss ich noch ein bisschen geheim halten, da lasst euch einfach mal überraschen. Für unser Weihnachtshäuschen suchst du dir am besten eine freie Fläche, so wie bei mir jetzt hier, dann gehen wir noch an eine Kiste ran und holen uns dann für den Start einfach mal bemoosten Bruchstein raus, denn Bruchsteintreppen, denn Tropenholztreppen, davon nochmal die Stufe, dann holen wir uns abgezogenes Tropenholz und abgezogenes Fichtenholz, dieses zwei Blockmaterial werden wir sehr oft benutzen. Dann holen wir uns noch Eichenzaun raus, dann würde ich mal sagen Birkenholzufen und Eichenholztreppen. Ich sage es noch einmal, ich verwende heute ein Weihnachtstexturpaket. Wenn du dir das gerne auch holen möchtest, ist auf der Xbox zu erhalten, auf der PlayStation gibt es das Ganze auch. Dies verwende ich habe es irgendwie passend gefunden, immer zur Weihnachtszeit nehme ich das gerne. Und daher musst du mal gucken, welche Blöcke und so alles du jetzt für dieses Häuschen gerne nehmen möchtest. Das musst du dir natürlich anpassen. Ansonsten ziehen wir uns erstmal den Grundriss von unserem Häuschen. Das heißt, unsere bemoosten Bruchsteine holen wir uns erstmal raus oder Gemeinsteine und ziehen jetzt erstmal uns, würde ich mal sagen, ein Viereck so ein bisschen hin. Das heißt, jetzt erstmal setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke erstmal gerade lang. Dann geht es einmal nach hinten weg. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir 9 Blöcke. Auf der anderen Seite ziehen wir es genauso nach hinten weg und können das Ganze einmal in der Mitte verbinden. Wenn wir unser kleines Viereck hier so ein bisschen gezogen haben, können wir jetzt an den Ecken überall, sage ich mal, hier so zwei weitere Blöcke einfach mal platzieren. Das machen wir einfach mal. Wenn wir dann an den Ecken solche kleinen weiteren Blöcke platziert haben, fangen wir am besten jetzt, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite an. Die kannst du jetzt natürlich jetzt nur aussuchen. Auf der Vorderseite lasse ich einfach mal auf einer Seite drei Blöcke Platz dazwischen und setze mir auch nochmal so einen extra Block hin. Jetzt fliegen wir einfach mal auf die Seiten hin. Hier setzen wir jeweils in der Mitte einen weiteren Block hin, sodass wir halt dann immer so drei Blöcke Abstand haben. Auf der Rückseite machen wir auch nochmal einen Block in der Mitte, achten jetzt aber darauf, dass wir hier an den Seiten vier Blöcke Platz lassen. Auf der anderen Seite sollte auch vier sein. Kommen wir nochmal hier zur anderen Seite. Hier sollten wir es genauso machen wie gerade eben, also drei Blöcke an den Seiten Platz lassen und in der Mitte einsetzen. Dann haben wir den Grundriss für unsere Hütte schon ein bisschen gezogen. Jetzt ziehen wir noch den Grundriss für unsere kleine Terrasse, die wir vorne haben. Wir fangen vorne auf der Seite an, wo dann auch später unsere richtige Vorderseite ist. Hier hatten wir an der Seite drei Blöcke Platz gelassen, so eine kleine Verbindung vorne hingesetzt. Da gehen wir jetzt nochmal, würde ich sagen, zwei Blöcke nach vorne. Einen lassen wir Platz und beim zweiten setzen wir nochmal einen Block hin. Gehen jetzt einfach mal zur rechten Seite, lassen einen Block Platz, wieder einen Block setzen, zwei Blöcke Platz lassen, nochmal einen Block setzen. Davor können wir jetzt einfach mal umgedrehte Bruchsteintreppen schon mal hinsetzen. Und dann geht es hier an der Seite weiter. Wir lassen jetzt wieder drei Blöcke Platz und setzen wieder so ein Steinchen hin. Dann geht es einmal so nach hinten weg zu unserer Hütte. Und dann lassen wir immer drei Blöcke Platz. Das Ganze machen wir zweimal und dann lassen wir das erstmal so. Wenn wir soweit sind, nehmen wir jetzt erstmal unsere ganzen Baumstämme zur Hand. Denn wir fangen jetzt an, so die erste Ebene von unserer Blockhütte zu uns platzieren. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal das dunkle Holz erstmal und fliege hier einfach auf eine Seite hin. Und ziehe mir jetzt, würde ich mal sagen, hier einfach so eine Reihe lang. Hier hinten den wir jetzt benutzt haben zum ersten, müssen wir auch nochmal weghauen, so halt, dass alle Blöcke liegen. Das Ganze machen wir jetzt, würde ich mal sagen, fünfmal. Also vier Blöcke setzen wir noch rauf. Aber dass wir jetzt immer so einen Wechsel machen zwischen unsere zwei Holzarten. Jetzt hatten wir einen dunklen genommen, jetzt nehmen wir einen hellen. Dunklen, hellen und dunklen, sodass wir insgesamt dann eine Höhe von 5 Blöcke haben. Das gleiche Spiel machen wir auch synchron auf der anderen Seite mit. Darauf achten, wir haben auf der Seite jetzt mit dunklen Holz angefangen, also heißt auf der Seite müssen wir auch mit dunklen Holz anfangen. Wenn wir die Seiten dann erstmal hochgezogen haben, machen wir jetzt noch die Zwischenwände. Hier drauf achten wir einfach mal, dass wir einfach das andere Holz nehmen. Wir machen jetzt hier nicht wieder mit dunklem Holz zuerst, sondern erstmal mit dem hellen. Haben wir denn noch die anderen Seiten hochgezogen, geht's weiter. Immer noch bleiben wir bei unseren Baumstämmen. Ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt erstmal die einzelnen
Mauerstücke, die wir jetzt hier am Haus haben, nicht die jetzt hier von der Terrasse, sondern nur die am Haus, ziehen wir jetzt auch noch hoch. Hier drauf achten wir einfach, wir haben jetzt hier hinter einmal ein dunklen Holz. Das heißt, man sitzt davor dann immer ein helles Holz, dann wieder dunkel, hell, dunkel, hell. Das geht halt bis nach oben und das macht man dann hier einfach immer weiter. Haben wir denn an den Seiten die weiteren Baumstämme platziert, machen wir jetzt noch eine Sache und zwar ganz oben die letzten zwei Baumstämme, die wir jetzt hier immer platziert haben, erweitern wir jetzt jeweils noch um einen Baumstamm. Wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter immer noch mit unseren Baumstämmen. Jetzt fliegen wir einfach mal auf die Seite unserer Blockhütte und können das Ganze jetzt schon ein bisschen höher ziehen. Ich würde sagen, wir nehmen irgendeinen Block erstmal einfach, um uns nur ein bisschen die Skizze für die Höhe zu ziehen. Wir fangen jetzt an der Seite einfach mal hier bei unseren Baumstämmen an. Ich würde sagen, an der Seite lassen wir diesen einen noch hier überstehen und dann setzen wir uns hier einfach mal drei Baumstämme rauf. Dann gehen wir einfach mal zur Seite und setzen hier noch einfach mal drei hin. Dann machen wir einfach mal zwei weitere Reihen, halt immer nur in so ein Zweier. Zack, einmal und dann noch einmal. Und zu guter Letzt machen wir noch so eine kleine Pyramide hin. Wirklich nur so eine kleine, warte mal, so. Einfach mit einzelnen Blöcken. So, das ziehen wir noch zur anderen Seite wieder runter. Wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt an sich unser Muster, was wir hier unten hatten, weiter nach oben ziehen. Das heißt, wir hatten hier jetzt einen dunklen Baumstamm. Das heißt, hier ziehen wir weiter dann einfach mit einem hellen. Aufgepasst! Du lässt diesen einen Baumstamm, den wir hier immer noch überstehen haben, überstehen. Du kannst jetzt aber hier diese Baumstämme für die Skizze gerne austauschen. Das gleiche Spiel machst du dann am Ende auch auf der anderen Seite. Wenn wir denn die oberen Seiten erstmal so fertig haben, dass sie natürlich dann auch aussehen sollten wie bei mir jetzt, machen wir erstmal unten weiter und zwar unsere kleine Terrasse. Wir fangen am besten an mit unseren Baumstämmen zuerst mal, die wir jeweils auf unseren Steinblöcken einmal platzieren. Das machen wir hier einmal bis nach hinten weg. Der zweite Schritt wäre dann, dass wir jetzt unsere Tropenholzstufen oder Treppen raussuchen. Wir platzieren die Treppen erstmal ganz vorne und danach nehmen wir einfach die Stufen und ziehen ja einfach so eine kleine Terrasse. Natürlich nicht weiter als unsere Begrenzer hier gemacht sind. Haben wir denn hier so eine kleine Terrasse uns gezogen, machen wir jetzt hier noch so ein kleines Geländer hin. Dann nehmen wir einfach mal unsere Zäune, die platzieren wir hier mal einmal dazwischen und darauf platzieren wir dann einfach unsere Birkenstufen. Nach der Terrasse machen wir weiter jetzt erstmal wieder mit unseren gemütlichen Baumstämmen. Und zwar machen wir jetzt hier oben so eine kleine Vorskizze später für ein oberes Fenster, was wir uns platzieren werden. Hier auf der Vorderseite geht's los, nehmen unsere Baumstämme zur Hand. Wir gucken wieder, wie wir jetzt hier weitergebaut hatten. Wir haben jetzt hier auf der Ebene eine helle Baumschicht, von daher nehmen wir auch hier das helle. Wir platzieren jetzt hier vorne einfach mal aufrecht stehende Baumstämme, so wie die hier sind. Danach würde ich mal sagen, machen wir so einen kleinen Wechsel, dass wir insgesamt hier vier Baumstämme noch drauf platzieren. Auf der anderen Seite kannst du gerne die Baumstämme auch wieder liegend platzieren. Obwohl, das können wir ruhig bis zur Hauswand platzieren. Na, super. So, wenn wir das haben, ziehen wir die andere Seite hier einmal mit nach hinten weg. Einfach, zack, noch zwei weitere rein. So, und dann können wir auf der Vorderseite hier auch die Baumstämme wieder so liegend uns hinziehen, außer halt den untersten. Danach ziehen wir das Ganze noch etwas höher. Hier lassen wir zwischendurch mal sagen, vorne eine Reihe Platz. Und hier in der Mitte geht es los. Wir nehmen wieder erstmal den hellen Block und ziehen hier einfach so eine Reihe lang. Auch das können wir ruhig bis zu den Seiten anecken lassen, dass wir hier an sich eine 5er Reihe haben. Darauf platziere ich mir einfach nur eine weitere Reihe. Zack, dass das Ganze hier 2 hoch ist. Jetzt lassen wir an den Seiten einen Block Platz und setzen hier nochmal 2 weitere Reihen einfach mal hier lang. Super, und ganz oben machen wir nochmal einen einzelnen Block hin. Wir schnappen uns einmal noch unsere Tropenholzstufen zur Hand. Wir platzieren jetzt auf der Vorder- wie Rückseite einfach mal hier so eine kleine Tropenholzstufenschicht. Hier einfach mal an die Baumstämme ran. Das machen wir noch auf der Rückseite schnell. So, wenn wir das geschafft haben, können wir jetzt auch hier weitermachen. Wir nehmen uns mal noch kurz unsere Birkenholzstufen zur Hand. Die platzieren wir einfach mal gleich hier ab der zweiten Blockebene, die wir ja hier noch gerade eben dazugezogen haben. Das wird hier so ein kleines Geländer werden. Dann nehmen wir nochmal unsere Tropenholzstufe und können sie einmal hier unter nochmal platzieren, damit das Geländer hier zu ist. Dann nehmen wir einmal die Eichenholztreppen zur Hand und die platzieren wir gleich hier hinter nach diesen Stufenschichten einmal auf dem Boden. Und dann würde ich sagen, lassen wir zwei Blöcke Platz und drehen hier einfach umgedrehte
Stufen oder Treppen eher gesagt hier einmal um. Danach können wir nochmal unsere Tropenholzstufen nehmen und hier oben nochmal eine weitere Reihe langziehen. Wir bleiben auch gleich bei den Tropenholztreppen und Stufen. Wir platzieren jetzt hier an den Seiten, würde ich mal sagen, einfach mal eine normale Treppe und umgedrehte. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Dann geht es hier noch einmal nach oben. Auch nochmal eine normale und eine umgedrehte davon. Und ganz oben machen wir nochmal einmal eine umgedrehte. Wir nehmen uns nochmal die Stufe und können jetzt hier so eine kleine Verbindung ziehen. Der nächste Schritt wäre, dass du dir einmal kurz einen Tropenholzblock raussuchst. Wir haben ja die Treppen und Stufen schon, aber jetzt brauchen wir noch einen Block davon. Mit dem neuen Blockmaterial fliegen wir dann auf die Seiten unseres Hauses hin und können hier erstmal, würde ich mal sagen, zu diesen Stufen fliegen, die wir hier extra platziert haben. Darauf platzieren wir den jetzt einfach mal drei Blöcke, dann nochmal drei weitere Blöcke, dann zwei Blöcke, zwei, eins, eins und eins. So wie wir das schon ein bisschen so hatten. Auf der anderen Seite können wir das hier auch mitziehen und dann auch auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn wir das Ganze dann hier an den Seiten noch einmal lang gezogen haben, nehmen wir noch einmal Tropenholzstufen zur Hand. Die platzieren wir jetzt hier einmal an der Wand. Hier zwischen unseren Balken setzen wir einfach hier eine weitere Reihe hin. Und gleich darüber setzen wir noch eine weitere Stufenreihe hin, so dass wir aber dazwischen einmal eine Reihe Platz haben. Weiter geht's dann erstmal mit den Treppen. Wir platzieren jetzt an den Seiten jeweils eine normale Treppe, lassen einen Block frei und setzen dann eine umgedrehte hin. Das ganze Spiel machen wir jetzt hier an sich immer wieder. Unten eine normale, oben eine umgedrehte. Sobald wir zu den zwei Stufenblöcken, also zu den zwei Blöcken kommen, Entschuldigung, platzieren wir unten eine normale Treppe und oben eine umgedrehte. Das Spiel machen wir noch einmal und ganz oben bei den einzelnen Blöcken platzieren wir immer nur umgedrehte Treppen. Dieses Spiel machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Nicht vergessen, auf der anderen Seite müssen wir auch nochmal Stufen platzieren. Einmal hier unten zwischen unseren Baumstämmen und gleich darüber lassen halt auch eine kleine Spalte frei und setzen hier nochmal eine weitere Reihe hin. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit unseren Stufen. Wir platzieren jetzt, würde ich mal sagen, wir gucken mal, wir hatten ja hier, sag ich mal, einen Dreier, dann hatten wir hier einen Dreier und bei den zweiten Dreier hier oben setzen wir einmal beim Block auf der Höhe eine Stufenreihe bis zur anderen Seite hin und dann lassen wir einfach mal eine Blockreihe Platz und setzen hier rüber nochmal eine Stufenreihe hin. Aber auf der anderen Seite machen wir es natürlich auch nochmal. Wir gucken nochmal, hier hatten wir die erste Dreierreihe, die zweite. Bei der zweiten Dreierreihe beim Block setzen wir einfach mal hier so eine Stufenreihe hin, lassen eine Blockreihe und setzen dann darüber nochmal eine Stufenreihe. Wenn wir dann erstmal soweit sind, nehmen wir einmal unsere Eichenholztreppen raus. Wir fangen wieder auf der Vorderseite an. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt hier einfach mal zwischen, einfach mal hier zwischen den ersten beiden Pfosten hier. Schlagen hier einfach mal, würde ich mal sagen, so eine Viererspalte rein, dass wir unten, zack, ups, Entschuldigung, unten einmal eine Treppe platzieren und oben eine. Dann geht es hier nochmal auf diese größere freie Fläche hin, wo wir fünf Blöcke haben. Hier würde ich mal sagen, gleich hier an der Seite schlagen wir einfach mal zwei Blöcke weg. Und dann setze ich mir oben einfach mal hier so eine umgedrehte Treppe rein. Danach fliegen wir noch auf die rechte Seite unserer Blockhütte. Hier schlagen wir auch nochmal zwei Fenster rein. Ich würde sagen, hier an den Seiten einfach machen wir dann hier auch wieder so zwei Vierer Spalten rein. Unten, wie gesagt, normale Treppen und oben dann einfach umgedrehte Treppen. Danach gehen wir noch hier oben zur Seite unseres Hauses. Hier platzieren wir auch noch mal zwei Fenster rein. Das erste befindet sich hier unten. Wir orientieren uns ein bisschen hier, würde ich mal sagen, an der Stufenreihe, die wir haben. Hier schlagen wir einfach mal, würde ich mal sagen, drei Blöcke in der Mitte weg. Haben an den Seiten auch noch drei Blöcke Platz. Dann schlagen wir hier unten noch mal diese eine Reihe weg. Und schlagen dann noch zwei Reihen oben weg, dass wir hier eine Vierer Höhe an sich haben. Unten setzen wir unsere normalen Treppen hin und oben dann die umgedrehte Version. Wir gehen noch ein bisschen weiter höher. Wir hatten ja oben nochmal weitere Stufen uns platziert. Hier schlagen wir dann einfach drei Blöcke weg und können hier einfach oben und unten unsere Treppen platzieren. So, dieses Spiel machen wir auch nochmal auf der anderen Seite, aber nur in diesen oberen Bereich. Hier heißt es dann erstmal unser Dreierfenster hier reinhauen, vier Blöcke an sich weghauen. Ups, die vierte Schicht befindet sich hier unten. Einfach die Treppen reinsetzen, unten wie oben und dann hier oben nochmal ein Dreierfenster reinhauen. Du kannst gerne entscheiden, ob du gerne hier auch noch Fenster dir platzieren möchtest auf den Seiten. Das ist ganz dir überlassen. Ansonsten kannst du das Blockmaterial erstmal wegtun und dann gehen wir wieder an unsere Kiste ran. Zum Weiterbauen holen wir uns einmal unsere Glasscheiben raus. Ich nehme diesmal gelbe Glasscheiben. Kannst auch gerne deine Lieblingsfarbe nehmen. Dann holen wir uns noch Quarzblöcke raus, Quarztreppen und Quarzstufen, also das ganze Quarzmaterial. Weiter geht's dann mit Schwarzeichenholzblöcken, Treppen und Stufen. Dann holen wir uns nochmal Tropenholz, Treppen und Stufen nochmal raus. Die hatten wir ja gerade eben, ne? Ich würde sagen, die erste Aufgabe, die wir machen, ist erstmal unsere Fenster ein bisschen zu verkleiden. Das heißt, jetzt hier, wo wir immer diese Treppen hingesetzt haben, können wir dann einfach eine Glasscheibe hinsetzen. Aufgepasst, hier zwischen, als wir das hier gebaut haben, kannst du auch gerne ein Fenster ziehen.
Nun beginnen wir erstmal unser Dach zu ziehen. Auf der einen Seite habe ich es gerade eben schon mir so ein bisschen vorgezogen, um zu sehen, ob überhaupt das, was ich hatte im Kopf, noch richtig ist und das stimmt. Und wir fangen einfach mal an mit den Quarzblöcken erstmal. Wir beginnen hier einfach mal auf unserer Baumstammebene, dass wir erstmal jetzt immer unsere Blöcke von einem Quarz platzieren. Und immer wenn es jetzt hier so nach oben geht, setzen wir einfach noch eine Treppe hin. Das ganze Spiel machen wir halt, bis wir oben angekommen sind. Und am Ende verwenden wir eigentlich nur noch Treppen, bis wir ganz oben sind. Da nehmen wir dann eine Stufe. Hier weiter runter, naja, müssen wir nicht so viel platzieren, weil ja hier schon an sich ja so unser kleiner Fensterausguck ist. Naja, da setzen wir einfach das Ganze weiter nach vorne denn fort. Trotz alledem machen wir oben dann hier eine Treppe. Das wird sich am Ende eh noch verändern, weil wir ja hier dann noch, sag ich mal, ein Dach raufsetzen. So am besten, nee, wir machen es am besten so, genau. Und hier unten dann auch nochmal drei weitere Blöcke platzieren, obwohl ganz oben dann eine Treppe. Wenn du das dann auch auf der anderen Seite dir so hochgezogen hast, können wir das Ganze jetzt an sich miteinander verbinden. Nachdem wir dann das Dach einmal komplett miteinander verbunden haben, ich habe es auch einmal bis ganz nach vorne rangehauen. Hier bis zu den Treppen habe ich das einmal so dann auch nach vorne gezogen. Als nächstes machen wir dann natürlich hier dieses kleine Oberfenster hier oben, das Dach auch nochmal fertig. Das müssen wir jetzt natürlich mit dem Hauptdach verbinden. Da fangen wir einfach an der Seite an. Wir platzieren einfach auch erstmal an sich zwei Blöcke und dann immer halt hier, wenn es halt nach oben geht, machen wir an sich eine Treppe hin. Zack, bis ganz nach oben und dann einfach Stufen. So, das können wir jetzt an sich hier mit dem Haus auch verbinden. Wenn wir dann erstmal so weit sind, dass wir hier unser Dach an sich ein bisschen fertig gezogen haben, können wir das Ganze auch etwas überstehen lassen. Und zwar ist das ja alles so ein bisschen mit Schnee bedeckt, soll das ja so ein bisschen darstellen. Und das ist jetzt so, dass auch vielleicht ein paar Eishapfen nach vorne hängen und so. Das kann man jetzt am besten so ein bisschen darstellen, indem wir jetzt vorne einfach willkürlich, du kannst Stufen, Treppen nehmen, wie du möchtest. Einfach jetzt hier, ich fange jetzt mit einer Treppe an, dann setze ich mir darauf einfach eine umgedrehte Treppe und da mache ich jetzt einfach mal so eine Treppe, die aneckt. So dass wir hier so ein kleines Muster halten. Auf der anderen Seite kannst du gerne genau das gleiche machen oder sagst, nein, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier erst eine umgedrehte haben. Dann mache ich mir hier eine auch nochmal umgedrehte hin und dann hier eine so, die so aneckt. Halt, wie du dir das Ganze gerne machen möchtest. Das lasse ich dir komplett frei und dann kannst du es dir hier gerne gestalten, wie du möchtest. Entweder so oder du machst dir eine umgedrehte und dann eine, die dann oben aneckt. Wie du möchtest, so dass das Dach so eine kleine Form annimmt. Und hier ganz oben kannst du dann auch immer gerne entscheiden, wie du das Ganze dir halt gestalten möchtest. Das machen wir aber nicht nur bei diesem kleinen Fenster, das machen wir auch hier bei diesem ganz großen. Wie gesagt, fängst du unten an, kannst Treppen nehmen oder Stufen, wie du möchtest. Ich bleib bei Treppen und setze mir einfach hier unten jetzt so eine normale Treppe, dann eine umgedrehte und dann darauf so eine. Und wie gesagt, du kannst auch immer das gleiche Muster auf der anderen Seite machen oder sagst du, nein, möchte ich nicht, ich möchte gerne mir ein eigenes Muster machen, wie du dir das Ganze halt gerne gestalten willst. Das machen wir einmal auf der Seite und natürlich auf der anderen Seite. So, bei mir sieht das Ganze jetzt in etwa so aus, aber wir sind immer noch nicht ganz fertig. Ich möchte gerne, dass unser Schneedach nicht komplett Schneedach ist, sondern es ist noch ein bisschen zu warm, so ein bisschen Schnee, der schmilzt schon wieder auf dem Dach und fällt natürlich runter und zeigt dann, wie das Dach wirklich aussieht. Da nehmen wir jetzt einfach mal unsere Schwarzeichenholzblöcke, Treppen und Stufen und du kannst jetzt hier an sich so kleine Muster reinhauen. Ich zeige jetzt einfach mal so, wie kühlig stickst du hier so ein bisschen was weg. Zack, 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 zack. Ich mache mal so, dass dann auch diese Dinger, die ich jetzt hier reinhaue, so ein bisschen miteinander verbunden sind, so dass man sieht, ey, da fällt ein bisschen Schnee runter. Das kann man hier so ein bisschen willkürlich machen. Da gibt es kein Muster oder so. Also einfach so ein bisschen die hier das Ganze freihauen. Ich mache das ja auch einmal. So in etwa kannst du dir das Ganze dann so gestalten, dass da so ein bisschen der Schnee runterschmilzt. Ich habe jetzt auf der anderen Seite mal zum Kontrast, damit man es mal sieht, mal nichts gemacht. Ne? So sieht es halt im Weiß aus. Finde ich ein bisschen langweilig. Kann man gerne halt dann auch so machen, dass es halt so aussieht, ob das runterschmilzt. Das kannst du natürlich anders gestalten, wie du möchtest. Ne? Da lass dir auch ein bisschen vielleicht mehr Zeit als ich jetzt hier, um dir das Ganze hier reinzuhauen. Ich habe mir nochmal schnell unsere Baumstämme geschnappt, denn wir machen noch was an den Seiten unseres Hauses. Da gucken wir einfach mal wieder. Wir fangen jetzt hier unten an. Auf der Fensterebene, da sehen wir, wir haben jetzt hier eine helle Holzart. Also nehmen wir jetzt hier einfach mal unser dunkles Holz und platzieren hier einfach mal an den Ecken noch ein paar Baumstämme rein, damit das Ganze hier ein bisschen stabiler wirkt. Dann machen wir nochmal hier zwischen unseren zwei Stufen nochmal einen weiteren Baumstamm rein. Jetzt nehmen wir natürlich den hellen, wir haben ja hier einen dunklen. Und dann geht es nochmal ein bisschen weiter höher. Ich würde mal sagen, über unserem Fenster machen wir auch nochmal einen Baumstamm rein. So, dieses Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Keine Angst, wir machen es nochmal zusammen. Also wir gucken mal, also die ersten Baumstämme machen wir auf der Höhe unseres Fensters, hier beim hellen Holz. Also schlagen wir hier einmal unser dunkles Holz einmal hin.
So, dann geht's hier höher zu unseren Stufen. Hier setzen wir dann nochmal einen hellen Baumstamm rein. Und ganz oben über unserem Fenster machen wir auch nochmal einen hellen Baumstamm. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal an unsere Kiste ran und holen hier die nächste Reihe einmal raus. So, zum Weiterbauen holen wir uns einmal Bruchsteinblöcke raus, dann Treppen, dann holen wir uns noch Tropenholztreppen raus, dann Quarztreppen. Dann würde ich noch eine Fichtentür mehr rausholen, dann vielleicht Steinschalter. Dann würde ich sagen, Schwarzeichenholzblöcke und Treppe, die hatten wir gerade eben ja schon, also kannst du die gerne so jetzt nochmal holen. Ja, wenn wir dann diesen restlichen Blockmaterial zusammen haben, würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Und zwar fangen wir erstmal damit an, was uns natürlich noch fehlt, und zwar eine Eingangstür. Wir nehmen unser schwarzes Baumaterial einmal zur Hand und fliegen hier vorne zu unserer Treppe hin. Von der aus, oder sagen wir hier von diesem Eingang hier zu der Rasse, können wir uns auch gleich richten. Der ist ja 2er Breite. Schlagen wir hier auch so eine 2er Breite rein. Ich mache die Tür mir jetzt auf eine 3er Höhe insgesamt. Ich setze mir jetzt hier an der Seite einfach einen Block und darauf eine Treppe. Dann würde ich hier einfach mal zwei umgedrehte Treppen darüber platzieren. Oder warte mal. Ich mache mir einfach nochmal so eine umgedrehte Treppe hier einfach mal hin und setze mit denn, da muss ich mal gucken, nehmen wir nochmal hier Tropenholzstufe zur Hand und tausche mir das Ganze hier einmal so ein bisschen aus und setze mit denn hier einfach mal so eine Tür rein und das ist dann so ein bisschen die Eingangstür. Das soll hier so ein bisschen darstellen wie so eine große Tür, vielleicht hier mit einem Türknopf oder so, kann man hier ein bisschen die Fantasie spielen lassen und dann kann man hier natürlich reingehen. So, weiter geht's denn. Würde ich mal sagen, dass wir uns einmal unsere Bruchsteine Blöcke schnappen und dann richten wir uns mal, würde ich mal sagen, einfach mal hier von der dritten Ebene unseres Daches. Das wäre ja ganz einfach. Guck mal, wir hatten ja zum Anfang hier, sage ich mal, drei Blöcke. Das ist die erste Ebene. Da hatten wir hier nochmal drei Blöcke. Das ist die zweite. Und dann hier hatten wir so eine Zweierreihe. Das ist dann die dritte. Da richten wir uns dann, sage ich mal, hier jetzt von diesem kleinen Dach aus. Wir lassen an sich eine Reihe Platz und dann schlage ich mir einfach mal zwei Blöcke weg. Das Ganze mache ich mir hier auf eine 4er breit insgesamt, also einmal noch weiter nach hinten weghauen. Denn hier kommt jetzt unser Schornstein rein. Den machen wir auf eine Höhe, würde ich mal sagen, von 6 Blöcken. Das sind jetzt hier schon 4 Blöcke. Dann wäre das jetzt hier der 5. Und der 6. wird eine Treppenreihe, die wir miteinander hier so anecken lassen. So, und dann können wir auch gleich noch bei den Treppen ein bisschen bleiben. Ich mache mir den Schornstein so ein bisschen, ja, ein bisschen kaputt, dass er schon ein bisschen so, ja, man sieht, dass er schon ein bisschen ein paar Jahre hier steht, kann man so ein bisschen hier austauschen mit Treppen und so nicht so doll übertreiben. Na gut, ich mache hier unten nochmal eine hin. Wunderbar. Ganz oben würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier noch so ein kleines so Dach auf unseren Schornstein, dass hier der Schnee nicht immer reinfällt. Da würde ich mal sagen, machen wir so, dass sich hier unsere Treppen gegenseitig hier so angucken auf dem Kopf. So, auf der anderen Seite müssen wir es auch nochmal machen. So sollte das dann in etwa aussehen. Dann können wir einmal unsere Quarztreppen schnappen. Die sind natürlich hier schön mit Schnee bedeckt. Und die platziere ich mir einfach hier oben einmal drauf. Auf der anderen Seite geht es dann hier auch so runter. Ups. So, und dann haben wir unseren Schornstein hier auch schon fertig. Jetzt ist natürlich die Frage, was bleibt uns denn noch übrig? Ich sehe noch einen Steinschalter, den wir verwenden können. Den kannst du jetzt hier gerne noch ein bisschen reinhauen. Ich würde mal sagen, den machen wir einfach so, dass ein paar Nägel darstellen, dass hier so ein paar Baumstämme vernagelt sind. Das kann man am besten ja an den Seiten machen. Ich mache mir einfach hier oben immer ein Knopf ran und dann vielleicht hier an diesen Baumstämmen, die wir ja extra nochmal platziert haben, kann man auch jeweils hier noch ein paar Nägel reinhauen, dass das Ganze stabiler wirkt. Das kannst du dir natürlich hier so gerne verteilen, wie du möchtest. Also ich mache es jetzt einfach mal hier nur an den Baumstämmen ran, damit das Ganze hier doch ein bisschen realistisch vernagelt ist. Das mache ich mir hier und da noch und da und hier noch. So. Dann bleibt noch am Ende die Vorderseite, kann man ja auch noch ein bisschen hier was machen. Und wenn dir das nicht reicht mit den Nägeln, kannst du natürlich ja auch noch auf der innigen Seite das Ganze auch noch zunageln. Musst du nicht, kannst du machen, wie du dir das Geld gerne machen möchtest. Und dann wäre unsere Weihnachtshütte fertig, aber wie sieht das nochmal aus, wenn das in der richtigen Umgebung steht? So, nochmal kurz hier hingeflogen, wie das natürlich in der Umgebung aussieht, hier noch so ein Schneebiom. Ich habe ja auch schön hier dieses Texturpaket, wo man ja auch, sag ich mal, Gemälde hat, die aussehen wie Eiszapfen. Das kann man sich dann hier natürlich auch noch immer wieder gerne machen, wenn man das Ganze noch etwas überschönern. Auf der Rückseite haben wir natürlich auch noch, ja, kann man noch ein bisschen was machen, vielleicht ein paar Fenster, vielleicht so ein Holzscheitelhaufen, ne? Da kannst du noch so ein bisschen als Deko machen, naja. Müssen wir mal gucken. Aber du siehst hier, hier habe ich auch noch so ein bisschen auf der Rückseite halt gemacht, dass hier der Schnee ein bisschen runterfällt, ne? Dass es so ein bisschen schmilzt. Ja, und das ist die Weihnachtshütte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und nicht vergessen, man kann es auch einrichten, aber bis wir da reingehen, dauert noch ein bisschen. Ja, ansonsten stelle ich mich einfach vorne Safety hin. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Also haust rein und tschüss.